Oh Gott, was ist denn nun los? Oh, schnell in Sicherheit bringen. Nein, Alter. Oh nein. Yeah, na da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Hier ist Endstation. So, was? So, muss man kurz gucken, wo habe ich denn die TMP? Die ist auf der 2, okay, alles klar. Okay, gut, er kann mich hier wahrscheinlich runterkicken. Dann gehe jetzt mal hier rüber. Ich weiß jetzt auch nicht, was in den Häusern jetzt drin ist. Bisschen ungünstig, wenn du jetzt keine Munition hast. Na, schnell, los, komm, ey, da, mach hin. Und so, oh, scheiße. Na, ah, das ist blöd irgendwie. Jetzt hat er gerade seinen. Ach, echt? Okay, ich hab jetzt gedacht, ich muss jetzt da hinlaufen. Und da jetzt irgendwie Messer in Jacken oder irgendeine Scheiße. So, okay, 4. Los, zeig's mir. Und daneben. Nicht gut. Kann ich runterspringen? Ja, ich kann runterspringen. Ah, schnell. Ist aber auch hier nicht geil, Alter. So, wenn du natürlich jetzt hier noch so einen Einzellader hast. Und daneben schießt wie jetzt. Irgendwie ist das natürlich auch nicht geil. So, der hat links gesessen. So, okay. Schnell rüber. Naja, das. Oh, okay. Das ist ja ein abstrakter Move, Alter. Also, das würde ich ja nicht machen. Sag mal, wie das ist. Da wird mir was damit einfallen lassen. Also das muss anders gehen. Nachladen. Ja, man muss auch sagen, irgendwie echt noch Glück irgendwie, dass wir hier so eine Spider-Man-Moves machen können. So, was? Und nochmal so ein Move. Es ist hier. Also, es ist. Ja, was? Das ist ein bisschen lächerlich. Okay. Bada ben, bada boom. Los, tritt da rum. Mach das weg. Wiedersehen. Ja, jeder ist halt einfach outstanding. Hey, hast du eine Kippe? Hab ich. Die du magst. Wo ist der Bernstein? Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Und du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Ich konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst wäre ich längst tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Du stehst aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut,
Ich hole ihn. Was sagst du? Und es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Auf zum Schloss. Ja, so ein Enterhaken ist schon sehr von Vorteil. Dachtest nicht, dass du nochmal hierher zurückkommst, hä? Tja. So kann man sich irren, hä? Bist du sauer? Du bist sauer. Ich muss nur eine Sache erledigen, bevor ich den Bernstein hole. Wie bitte? Und wieder Framed Ops des Todes. So ausgemacht, Luis. Überleg dir gut, was du jetzt sagst. Wow. Hör zu. Jemand braucht meine Hilfe. Du kennst mich. Ich bin der gute Samariter. Wer ist das? Leon? Ja, genau. Leon und die junge Frau. Sie sind infiziert. Es gibt Medizin, ich kann mich nur entschuldigen. Die Infektion eindämmt. Und ich weiß, sie wirkt. Ich hab sie getestet. Deshalb... Und das interessiert mich, weil? Weil du selbst infiziert bist. Ich hab hier nicht zum Spaß geforscht, Ada. Ich erkenne die Symptome, oh no, die ich sehe. Ada auch. Verdammt. Du müsstest sie eigentlich bereits spüren. Medizin unterdrückt sie vorübergehend. Hey, glaub mir, du hast viel zu gewinnen und nichts zu verlieren. Okay, aber das ist das letzte Mal. Danach holen wir den Bernstein. Es ist wirklich erstaunlich, muss ich sagen, weil tatsächlich das Hauptgame lief mega flüssig, ohne Stotterer und... Luis hier, seid ihr noch da? Ich würde mal fast sagen, irgendwie, ich glaube, die haben es einfach irgendwie ein bisschen komisch programmiert. Perfekt, ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Weil rein performance-technisch durfte mein Rechner darüber lachen. Aber in Kombination mit OBS, also das Spiel läuft sehr flüssig, ne? Aber in der Aufnahme, wir treffen uns dort. Da geht nicht. Ich habe schon jetzt extra auch meine Kamera rausgenommen, ne? Ich dachte, okay, vielleicht liegt es jetzt halt irgendwie an der Capture-Karte oder so. Nüschte. Ja, okay. Gut, alles klar, na denn. Ja, danke schön, das ist sehr lieb. Was ein Kavalier. Tatsächlich sind sogar auch schon die Specs innerhalb des Spiels echt runtergeschraubt. Also halt, oh Gottes Willen, Alter. So, und das sind natürlich so Sachen, sowas sollte halt nur gar nicht passieren, ne? Also das sind ja nur wirklich übelste Frame Drops. Gibt es ein geheimes Labor. Da sind meine Sachen. Und die Medizin, hoffentlich. So, ich schau mal ganz kurz irgendwie, ob es hier vorne vielleicht noch besser wird. Also ansonsten... So, ich habe jetzt hier, grafisch habe ich es jetzt noch weiter runtergeschraubt. Es tut mir wirklich leid, irgendwie. Mal gucken, ob es jetzt ein bisschen sauberer läuft, irgendwie. Wir schauen mal. So. Okay, gut, hier brauchen wir das Mondsymbol. Wie kommen wir denn jetzt wieder hoch? Ah. So, dann hier mal schnell ran. Zack, und jetzt dürfte die Tür unten offen sein. War da gerade eine Kiste? War da gerade eine Kiste? Hab ich da gerade eine Kiste übersehen? Nein, das sah da hinten so aus. Hüpf. So, okay. Finden wir es raus. Also, wir scheinen in einem Turm zu sein oder so. Also, was? Wie war
Ja, ich brauche Hilfe. Ja, ja, ich komme schon. Ah, Luis, alles gut. Stelle. Bin gleich da. Also du könntest schon lernen schießen, wenn du möchtest. Ja, shit. Na los. Boah, nicht doch. Nicht doch. Augen zu. Augen zu. Bitte. Gar kein Problem, lieber Luis. Ja, hier werden natürlich die Gegner werden natürlich immer schwerer und anspruchsvoller irgendwie. Also ich glaube, im Schloss bin ich wirklich ein paar Mal irgendwie gestorben im Hauptgame. Oh. Nein, nein, nein! Wir müssen die Medizin retten, schnell! Luis, lass es! Luis! Ach, hör auf, das wird doch nichts. Don't do this. Der spinnt doch. Ach, nee, jetzt hat er eine Lebensanzeige. Ich glaube, ich spinne. Ach, Luis, mach doch jetzt nicht so einen Mist hier. Komm zurück! Nicht den Rauch einatmen. Hm. Na schön. Das ist ja super. Okay, los, Eda. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Auf geht's. Ah. Na schön, wie soll ich ihn jetzt... Das schafft er noch nicht. Lass ihn zurück, Ada. Er schafft's nicht. Gleich instant geopfert, den Typen. Ja, da ist... Wenn du dich umbringen willst, ist kein Rauch, oder was? Nachdem du den Bernstein geliefert hast. Daumen Kino. Sie ist weg. Einfach verbrannt. Warum ist dir das so wichtig? Ich habe einiges wieder gut zu machen. Leute, ihr könnt hier nicht sitzen. Geht mal weiter weg. Jetzt nicht mehr. Das war's. Es gibt keine Rettung mehr. Reiß dich zusammen, Luis. Stell sie her. Du kennst doch die Formel. Vielleicht hast du recht. Alles, was ich dazu brauche, gibt es hier. Ich verspreche dir, danach kriegst du den Stein. So, schöne, schöne 80er Jahre Mucke jetzt hier. Na gut, dann los. Ich glaube, ich habe das ein oder andere Mal schon erwähnt, dass Ada sehr gut aussieht hier in diesem Spiel. Mann, Mann, Mann. Ach. So, Pissetage. Hier lang. Ja, warte mal, erstmal hier Kisten kaputt machen. Das ist mein großes Hobby mit diesen Schuhen. So, okay. Könnt noch mal gerne hier so eine Lanze mitnehmen oder so ein Schwert. Das wäre auch ganz cool. Das würde ich gut finden. So, hier haben wir noch ein Fass. Und... Nein. So, die MP-Munition ist natürlich ganz schön rausgegangen. Irgendwie muss ich mal so feststellen. Ich könnte mir noch mit dem Kraut tatsächlich eine Dreiermischer machen. Aber wenn ich jetzt eine rote Kraut finde, ah, das wäre so ein bisschen, das wäre ein bisschen schade drum, muss ich sagen. Ich würde noch ein bisschen warten. Hey, für wen arbeitest du eigentlich? Das geht dich überhaupt nicht. Das willst du nicht wissen. Oh. Glaub mir. Mist, es fehlt ein bisschen an Schießpulver. Ist mir ehrlich gesagt auch egal. Nein, frag doch nicht so. Hier rausholst. Ah, da haben wir Schießpulver. Sehr gut. Ich brauche 6. Oh nein. Und das war gerade mal ein Schießpulver. Das ist ärgerlich. Na gut. Okay. Weiter geht's nach oben. Oh, was war denn das da gerade für eine... War das eine Truhe gerade? Was haben da gerade meine... Komm, ich noch mal kurz. Moment.
Ja, wie komme ich denn da hin? Da, wunderbar. Das haben wir das aber auch hier versteckt hier. Schlingel. So. Goldplättchen. L. Hm. Na, ich glaube, die bringen nicht so viel. Am Anfang dachte ich tatsächlich noch, die sind dafür da, irgendwie, um die irgendwo einzusetzen. Eine Krone oder so. Aber dem war nicht so. Im Hauptspiel. Damals halt, wie gesagt. Damals, 1900. Warte, ich hab den Schlüssel. Hm? Wo ist der hin? Echt jetzt, Louis? Ach, wirklich? Shit. Ich glaube, ich habe ihn verloren. Ja, ist gut. Lass gut sein. Okay. Es wird nicht perfekt sein, aber besser als nichts. So interessant, dass Louis damals tatsächlich ein Polizist aus Madrid das war irgendwie. Und jetzt ist er ein Wissenschaftler. Wenn es gut läuft, in dem Remake. Kann ich so neue Medizin herstellen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Besorg du das, ich hol den Bernstein. Wünsch mir Glück. Okay, Komponenten der Entwicklungshämmer. Wir brauchen einmal rote Tinte, Buchbinderei, eine goldene Flasche, Schatzhallen und Blauschmetterlinge aus der Präparatenkammer. Alle drei liefern jeweils einen Rohstoff, der für die Synthese des Entwicklungshämmers benötigt wird. Die Tinte, ein Mineral, der Wein, eine Hefe. Die Schuppen an den Flügeln des Schmetterlings, eine chemische Substanz. Ich muss sie nur extrahieren, um mit den Chemikalien, die ich bei mir habe, mischen. Das war's. Naja, denn. Das ist ja. Also, wenn das jetzt der Rätselslösung ist, irgendwie einfach ein bisschen Schmetterlingspulver, ein bisschen rote Tinte vom Wein, oder ein bisschen rote Tinte mit Wein, ich weiß nicht. Naja, okay. Wir schauen mal. Oh, die Burg sieht immer geil aus. Die Burg sieht immer geil aus. So, zack. Liebe den Gravelhook hier. Also gut. Zuerst zur Buchbinderei. Oh, warte mal, den hol ich mir. Mal gucken, ob ich den noch kriege. Silenzio. Na, ist ja schon schön, dass du einen Trauerschleier trägst. Das hat ja gut gepasst. So, okay, sehr gut. Du hast noch Pesetas bei. So, mal gucken, was sie hier oben noch bei hatte. Gar nichts, sie hat gar nichts bei gehabt. Das ist ja ärgerlich. So, hier können wir noch halten. Ich werde mal kurz einen kleinen Blick auf die Karte werfen, wo ich eigentlich hin muss. Okay, warte mal hier. Scheinbar ist das die. Kriegen wir hier schon. Das ist die Buchbinderei unten. Das kann sein. Interessant. Ach nee, Lithografiestein, alles klar. Nee, der ist tatsächlich hierfür. So, dann benutzen. Okay, gut. Wir brauchen dann noch den letzten Lithografiestein, um da durchzukommen. Ist ja klar, Schlüssel werden auch absolut. Sind ja nicht mehr en vogue. Ja, da benutzt man halt fette Klunkersteine. So. Was ist der kleine Raccoon? Rocket, was ist los? Ein Waschbär. Warum? Muss kann wohl Schicksal sein. Was? Ist das wahrscheinlich irgendein Easter Egg, was ich jetzt gerade nicht verstehe. War denn irgendwas schon mal? Achso, Raccoon City. Ja, alles klar, gut. Hat ein bisschen gedauert gerade. Raccoon heißt Waschbär, von daher. Na. Ich hab neue Ware auf Lager. Hey, der Händler. Und hier ist noch der letzte Lithografiestein. Wunderbar, danke schön. Wirf einen Blick drauf. Alles klar, mache ich. Ich komme mal noch kurz. Willkommen. Hab auch noch ein paar andere Sachen auftreiben können. Ja, 14.400 Pesetas, das ist natürlich nicht viel, um jetzt hier irgendwie. Oh, die Red 9. Aber, oh, scheiße, nee. Ich glaube, mit der Red 9 brauche ich, glaube ich, gar nicht anfangen irgendwie, weil die ist so teuer im Upgrading irgendwie. Und ich brauche auch nachher das Spezial-Upgrade, damit die halt richtig ballert. Ja, ich werde es lieber nicht kaufen irgendwie. Das ist ja fast ohne Boden. Koffererweiterung für 20.000 kann ich mir ohne leisten. Ach, das ist doch alles. Wie sieht's denn hier aus? Armreif kann ich verkaufen. Antike Feierfe kann ich verkaufen. Und das Goldplättchen für 15.000. Das ist aber super. Ja. Mach das. Finde ich gut. Okay. Dann verkauf das mal.
Ja, man gibt halt tatsächlich immer mehr Kohle aus hier für den scheiß Koffer hier irgendwie, anstatt effektiv wirklich für irgendwas anderes. Dir, Fremde. Ja, ja, ja. So, okay, dann gehen wir mal in den Tuning-Bereich. Hier wollten wir nochmal die... Wir brauchen mehr Power, eine wir brauchen Waffe mehr Power. Den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh. Magazingröße. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ja, da hast du recht. Aber... Okay, hier können wir erstmal noch gar nichts machen. Dann würde ich erstmal hier nochmal kurz bei der Pistole nochmal kurz eben nachsetzen. Langsam verstehen 1,6. Und bei der Shotgun mal ein bisschen auf Magazingröße kurz setzen. Also, hast du eh schon mehr drin. Macht nachher den cool ohne Fett, aber wir schauen einfach mal. So, der Vintage-Cover. Was macht denn der? Hohe Wahrscheinlichkeit, grünes Kraut zu finden, ne? Interessant, interessant. Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Prächtiger Armreif. Ich gucke nochmal Ledern an. Was kann der? Rotes Kraut zu finden. Guck mal, schau. Ach, hier haben wir das Spezial-Upgrade. Für 25. Für 25 Spinell. Ah. Nee. Das lassen wir mal. Vielleicht kommt doch wirklich noch der Moment, wo wir sagen, wir brauchen es. Stirb mir da draußen nicht weg. Alles klar. So, okay, na gut. Dann kommen wir also hinten jetzt durch die Tür mit dem Lithografiestein und schauen wir mal. Vielleicht finden wir da hinterher ja die Buchbinderei und wir finden das erste Buch. Und damit die erste Ingredienz hier. Okay, was haben wir denn da? So, gut. Warte mal, wie, was? Und... Den machen wir nach hier. Machen wir nach da. Machen wir nach da. Warum habe ich denn Zell? Machen wir jetzt zweimal den Regenschirm. Können die Dinger drehen? Ach, das ist ja mal, das ist mies. Das ist... Okay, wenn wir sie haben. Das, okay, gut. Wenn wir die Steine noch drehen können, dann ist natürlich klar. Wie raffiniert. Ja. So, okay. Die Kiste ist hier, die erste Komponente. Nein, Alter, nicht diese Ritterrüstung wieder. So, die erste Komponente, wo können wir sie finden? Schön. So, ganz alte Druckmaschine. Großartig. So, okay. Können wir... Was haben wir denn da? Lithografie. Methode, in die Tinte zu kommen. Einfach schießen. Was? Einfach schießen. Ja, war's. So, irgendwas geht auf. Aha, was... Was für ein bizarrer Mechanismus, Mann. Das muss die Tinte sein. Aber, also... so ein Arschaufriss für Tinte, Freunde, Alter. Das ist doch jetzt nicht wirklich irgendwie Jungfrauenblut oder was. Also, jetzt hört doch mal auf. Leon, glaube ich, ne? Ja. Bis dahin und nicht weiter, Leon. Leon sieht ein bisschen kränklich aus in dem Teil hier, in dem Remake. Oder? Nach 6 Jahren ist das also deine Begrüßung, Ada. Du wirkst nicht überrascht. Interessant. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Das sollte man echt nicht zu schnell machen, Alter. Nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar.
Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Gibt es eigentlich in der kompletten Lore von Resident Evil für die beide eigentlich ein Happy End? Ich würde es ja gut finden. Ich würde es ja wirklich gut finden. Weil, wie gesagt, die tänzeln ja schon seit 99 umeinander herum. So, okay, weiter geht die. Lustige Reise. So, jetzt holen wir uns einen Schmetterling oder was los? Blendgranate. Bada bam, bada bum. Okay, was passiert das? Da erwischt mich tatsächlich dabei, mich recht wenig umzusehen irgendwie. Also wahrscheinlich habe ich eine Menge Schätze oder werde auch eine Menge Schätze weiterhin verpassen. Oh, die Mucke ist so cool. Mhm. Okay, da werden wahrscheinlich... Ja, hier muss anscheinend eine Laterne besorgt werden, die wir da hinhängen. Da können wir dran ziehen. Na, schauen wir mal, was passiert. Wir müssen wahrscheinlich irgendwas einsetzen. Oh, okay. Nicht als. So, okay, wir müssen auf Symbole schießen. Na, wir haben jetzt hier das Hirschsymbol. Schlangensymbol, Schlangensymbol. Warte mal, ich werde mal kurz. Ja, Bruder. Okay, wir müssen tatsächlich zwei Schlangen treffen, damit das aufgeht. Bin tatsächlich ein bisschen... wenn die Kitzerin lof, ich weiß das nicht. Das gleiche Symbol an Gong und Tor. Schwierig ist anders. Das sahst du, weil wahrscheinlich gehen die Gitter runter und dann kommen die Ritter raus hier irgendwie. So, jetzt brauchen wir dreimal den Vogel. Gucken wir mal schnell noch hier die Vasen. Ich sag, der Vasenhersteller, der macht hier so einen Reibach, nachdem wir da waren. Nachdem wir alle Vasen im Schloss zerstört haben. So, und jetzt da hinten ist die heilige, großartige Lampe oder was? Scheibenkleister. Das schon sehe hier dieser Tor. Ja, ich find's auch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, ich lade schon mal lieber nach. Ich sag mal, wie es ist. It's a trap. It's a trap. Also, lass sie uns auslösen. Was? Oh, nee. Oh, no. Was? Nun, warum ist denn das zu jetzt? Jetzt ist es zu. Ich werd irre. Mach auf! Mach die Scheiße auf! So, das waren jetzt zwei Schlangen. Ach nee, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Drei Fische? Ach, hör auf. So. Hopp, 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 hopp. Mach auf. Mach auf. Ich werde ihn einkicken. So, schnell und ab geht's. Hui. Das war knapp. Das war knapp. Okay. So. Ich beruhige mich mal erstmal ein bisschen wieder. So, Lampe hinhängen. Grund, also grandiose Mechanismen in Resident Evil und ausschließlich im Resident Evil Universe. Okay, jetzt zur zweiten Komponente. Der Wein, bestimmt. Ah, schön. Die Königsinsignien hier. Oh, ich hab, wie gesagt, ganz mieses Gefühl, was die Ritterrüstung angeht. Okay, danke schön. Aber hier wird immer für frische Blumen gesorgt. Das ist ja schon mal, das ist schon mal viel wert. So, ich würde einfach mal durchgehen. Da scheint irgendwas drauf zu gehören. Vielleicht der Kompass? Schauen wir erstmal kurz weiter. Ah, hier haben wir die Flasche. Ah, ja, wenn ich jetzt, warte mal, wenn ich die Flasche nehme, kann es sein, dass irgendwas ausgelöst wird. Ich guck mal ganz kurz, ob hier der Kompass rauf muss. Nee. Tinte? Nee, das kann es jetzt nicht sein. Muss die Flasche? Wahrscheinlich muss wirklich die Flasche darauf. Es ist eine ausnehmend schöne Flasche, kann man sagen. Ja, toll.
Wunderbar.